Und nach den ganzen Wrestling-Übungen wurde ich dann natürlich noch herausgefordert von Dominik. Den hat man im Video eben auch schon gesehen. Genau, das ist einer meiner Schüler, ja. Ja, gegen den musste ich antreten. Es war nicht einfach. Sag ich so, es war ein bisschen schmerzhaft. Ich musste vielleicht danach weinen. Ich hatte sehr viel Schmerzen. Das ist der zweite Teil. So, jetzt geht's ans Match, oder? Wenn du meinst, dass du dafür bereit bist, dann ja. Ja, aber sowas von. Nein, okay. Eigentlich nicht, aber... Wir werden sehen. Ich muss mich nackig machen, habe ich gehört. Wenn du möchtest. Jawohl. Na dann. Schauen wir mal. Ich werde das Match überwachen als Ringrichter. Also, wir kämpfen gar nicht. Du wirst gegen Dominik antreten. Dominik, hast du dich von deinen Verwandten schon verabschiedet, Dominik? Ja, das ist kein Problem. Gut. Na dann, auf geht's. Ja. Geht's noch? Oh, alles in Ordnung? Ja, komplett. Willst du noch? Okay. Ja, geht's nicht. Alles okay? Ja, ja. Alles gut? Ich atme noch. Gut, okay, weiter geht's. Alles gut? Mhm. Okay, dann weiter. Los! Alles gut? Ja, weiter geht's. Jetzt bleib liegen. Aufgeben? Willst du aufgeben? Das ist manchmal eine bessere Option. Nein. Gib nicht auf. Ich gebe natürlich nicht auf. Nein, ich gebe nicht auf. Nicht auf. Ich fühle mich hier voll verletzt. Keine Aufgabe. Studio geben. Ich glaube, das ist eine bessere Option. Ja. Schmerzhaft. Glaubst du, ich schaff's irgendwann, Dominik zu schlagen? Wie viel Zeit gibst du mir? Viele, viele Jahre bräuchtest du, aber ja. Das wäre möglich. Wenn du Lust hättest und Biss hast, dann vielleicht irgendwann, ja. Leute, hi. Hallo. Ich bin hier. Nein, hier, hallo. Ist noch nicht zu Ende, Freunde. Also, wenn ihr wollt, okay, aber ihr könnt noch weiter gucken. Hier geht's nämlich zum nächsten Video. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wenn ihr das nicht macht, ja, dann möge euch nur Gott helfen.